Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Es geht direkt wieder los mit Druckbetankung hier. Bam! Bitte, $45. So kann der Arbeitstag beginnen und der nächste, die wollen alle immer mehr, habe ich das Gefühl. Am Anfang wollten die alle immer so ein bisschen wenig, mittlerweile... Wollen die doch alle eine gute Ladung von mir haben? Und ich verstehe das nicht, der Müll stinkt, obwohl der gerade mal halb voll ist. Hallo? Nö, ich habe gerade leer gemacht. Oh, oh, oh. Oh Gott, ich wusste nicht, dass das funktioniert. Erst mal den Polizisten mit dem Müllsack beworfen. Ich scheiße auf den Rechtsstaat, verstehst du? Herr Amelie ist wieder fleißig am Kassieren. Hier, es tut mir leid, ich wollte mich entschuldigen, okay? Bitte nehmen Sie mich nicht fest. Lieferung an Lagerhaustor. Wir müssen mal fix rüber. U2 sogar gleich. Ja, ist ja gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Ist schon wieder ein Tag her. Gucken wir mal. Ich habe anscheinend genauso viel bestellt, wie reinpasst. Perfekt. 65 Liter Kraftstoff haben wir noch, aber wir haben die Regale wieder aufgefüllt. Perfekto. So, zu mit dem Ding hier. Bisher war ja zum Glück noch keiner Clown. Toi, toi, toi. Sollte bitte so bleiben. Hä, Dennis war wieder da. Und der kann nicht mal Schule schreiben. War ja den ganzen Tag nur irgendwelche Tankstellen besprüht, der Penner. Jetzt packen wir hier erstmal wieder Kekse und Kuchen rein. Hier haben wir ein paar Getränke. Newspaper sind sowieso voll. Hier haben wir noch ein bisschen Alkohol. Und Zigaretten haben wir nicht. Passt. Okay, davon ist ja zum Glück noch was da. Da hatten wir letzte Folge schon welche bestellt. Moin, ich grüße Sie. Ja, ich glaube, wir haben auch noch ein paar Autoteile. Genau, ein paar Reifen hatten wir nämlich bestellt. Und das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Richtig. Zack, zack, zack. Rein damit. Den mache ich dir auch noch weg. Die Popularität steigt, nur meine Motivation sinkt immer weiter. Obwohl, wir haben ja jetzt glücklicherweise eine Kassiererin. Ich hoffe mal, dass die ihren Job noch ein bisschen besser macht in Zukunft, dann bin ich mit ihr auch relativ zufrieden. Oh nein, das Spiel hat sich aufgehangen. Och Leute, jetzt müssen wir nochmal laden, tut mir leid. So, weiter geht's. Ich musste nochmal kurz hier drüben reparieren und hier eine Person volltanken. Dann haben wir die Popularität wieder auf der Stufe 5 gehabt. Der Müll ist warum auch immer direkt wieder voll. Das hat sich das Spiel anscheinend nicht gemerkt. Und hier ist wieder der Polizist. Oh, oh, oh nein! Und diesmal wollte ich es wirklich nicht. Ach, verdammt. Aber man hat gesehen, ich hatte gerade so ein Déjà-vu, wie der Polizist hier was reinwirft und wir den aus Versehen, also natürlich aus Versehen, den Müllsack an den Kopf gehauen haben. Und diesmal haben wir ihn einfach damit angerannt. Auch nicht so geil. Wir müssen Kraftstoff bestellen. Oh, guck mal, der Polizist, der gibt mal richtig viel Kohle aus. Kraftstoff, wie viel geht denn? 200 Liter bestellen wir. Ah, okay, der Kraftstoff hängt hier mit dem Level zusammen, von der Tankstelle generell. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal noch rechts die ganzen Ziele erreichen und dann wird das auch mal ein bisschen mehr, weil es wäre schon cool, wenn wir irgendwann auch mal die 500 Liter bestellen könnten. Ja, wir haben schon bloß noch $400, weil wir haben ja gerade Kraftstoff bestellt. Jetzt wollte ich eigentlich mal gucken, ob wir uns mal wieder was Schönes leisten können. Guck mal hier, das Ding auf die nächste Stufe kostet 450. Würde ich sehr gerne machen. Und dann ist wieder alles Geld weg. Wir könnten uns noch einen Parkplatz holen. Nee, der nächste Parkplatz ist gesperrt. Den gibt es erst ab Tankstelle Level 4. Toilette, könnten wir uns eine zweite holen? Zweite volle... Zweite volle Kabine. Dadurch verdoppelt sich der Aufwand, den gesamten Raum sauber zu halten. Aber wenn sie tatsächlich sauber ist, ist es das Geld wert. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Toilette möchte. Eigentlich nicht. Und ist das hier eine Kamera? Wir stehen noch in einem ganz anderen Raum und kriegen aber mit, wenn der hier sein Darm entlüftet. Da brauchen wir auch wieder Tankestufe 4 für noch eine Zapfsäule. Und die Bushaltestelle, die haben wir halt einmal. Die können wir nicht verschönern. Hä? Habt ihr es gesehen? Amelie hat Aggressionsanfälle. Was ist denn da los? Alter, Amelie, du kannst ja nicht die Kunden hier kloppen. Ey, was haben wir uns hier angestellt? Ich fass es nicht. Elin, Grüße. Ich mach dir auf. Hier sieht's auch erstmal... Hä? Amelie? Oh nein, Dennis. Ich höre Dennis. Ich höre Dennis. Moment, liebe Kundin, Sie müssen kurz warten. Dennis? Wo bist du? Ey, Freundchen, ich habe ihn doch gehört. Wo ist er hin? Dennis? Hä? Ich höre ihn doch. Dennis. Da ist Dennis. Dennis. Jetzt kriegen wir ihn. Dennis, ohne Mist. Ich flipp aus. Bam. Hau ab.
Reicht das eigentlich, wenn wir den Eimer treffen? Nö, reicht nicht. Gibt's noch ein Brett am Kopf. Bam, komm, jetzt verzieh dich. Ja, schau, dass du es weite suchst. Ey, es kann nicht sein. Ohne Spaß. Was ist denn mit Amelie? Die muss sich ausruhen oder was? Kann man da nicht mal Bescheid geben? Da geht die einfach weg vom Arbeitsplatz. Mann, Mann, Mann. Ich werde auf jeden Fall hier ein richtig aggressiver Chef langsam. Und zwischendrin kommt die ganze Zeit noch so ein kleines Kind, was mir die Wände vollmalt. Jetzt haben wir wieder so ein Ding hier. Mensch, Dennis. Ach, Mann. Die Jugend von heute. Nur noch Quatsch im Kopf. Wir waren mit 12 schon 80 Stunden die Woche arbeiten. You're kidding. Ich konnte die Newspaper nicht in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, aber ich habe draufgeklickt und irgendwie hat sich die Zeitschrift da unter das Fließband gemogelt. Naja, wir lassen Amelie mal kurz ausruhen und dann geht sie auf jeden Fall wieder an die Kasse. Wir können nämlich mal gucken, dass wir eventuell auch nochmal neue Regale kaufen. Eiscreme können wir definitiv uns noch hinzufügen. Guck mal, wir haben Alkohol und Zigaretten. Wir haben Snacks und Erfrischungsgetränke. Ach hier, genau, Autopflege. Mensch, ich hatte es vergessen. Kaufen wir gleich mal das Große. Wir haben doch letzte Folge Autopflegeprodukte bestellt. Brauchen wir jetzt natürlich auch noch ein Regal, sonst kann die natürlich keiner kaufen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Zack, hier, rein damit. Ich hoffe, damit machen wir ein bisschen... ja, komm, geh davor. Guck's dir an, gerade hingestellt, frisch geliefert, beste Ware weit und breit. Jawohl, er nimmt von ganz oben was, wo nichts steht. Alles klar, mein Freund. Mal gucken, wie viel Kohle wir damit verdienen. Ich bin gespannt. So, zeig mal, was du gekauft hast. Ah, hier ein bisschen Wash and Wax und ein paar Chips dazu und nochmal Wash and Wax. $10. Habt ihr die riesen Kanister gesehen? Da kostet einer schon in Deutschland locker 30. Ach, Menno. Einrichtung, Regale. Wir können immer noch Eiscreme kaufen. Direkt den großen, wie immer. Wir machen keine halben Sachen. So können wir es hinstellen. Perfekto. Ich freue mich gerade, dass wir auch mal wieder so ein Tausender auf Kante haben. Wird eh gleich wieder weniger, weil Amelie will Kohle. Hey Amelie, ich grüße dich. Wie jetzt? Hier heimlich rauchen oder was? Vergiss es. Was willst du nur haben? Ich weiß nicht, die Prämie, ob die dann irgendwie besser wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen die auf jeden Fall jetzt erstmal wieder kassieren. Wisst ihr, was mir einfällt, was wir lange nicht mehr gemacht haben? Das hier. Wir konnten doch Autos knacken. Können wir das mit jedem Auto oder ging das nur mit den alten, die hier rumstanden? Nee, mit denen geht's dann doch abgeschlossen Meister. Oh Gott, Meister schaffen wir bestimmt nicht. Wie ging denn das? Ich hab's vergessen. Ah, so. Nein. Oh, da war der erste Dietrich kaputt. Ich glaube, Meister... Meister ist vielleicht doch ein bisschen... Nein, wir haben es geschafft. Zweimal Geweih und $22. Geil. Hier, Polizei. Einsteiger. Polizei hat wie das einfachste Auto. Hä? Was war denn jetzt? Komm schon. Ja, damit. Jetzt haben wir es. Nein, Dietrich kaputt. Oh, der Polizist kommt. Hä? Nein, verdammt. Aber er macht zumindest nichts. Irgendwie ist das Meister einfacher als das Einfache. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Erstmal genug geklaut, aber zumindest kommt da auch immer mal noch ein paar Euronen zusammen. So, was ist bei dir kaputt? Da haben wir einen Reifen. Oh Gott, drei Reifen. Wir haben nur noch zwei. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist direkt einen bestellen und hoffen. Obwohl, wenn das Auto einmal oben ist, dann wartet die auch so lange, ne? Wir hatten das letzte Mal ja schon vergessen, eine runterzulassen. Die war zwar dann ein bisschen aggro, aber wir haben halt auch nicht weiter repariert. Aber wir probieren das jetzt mal. Wir gehen in die Lieferung. Wir brauchen Autoteile. Wir brauchen Reifen. $65. Da will man auch einfach nicht so viel bestellen. $820 für so ein paar Sachen. Alter Schwede. Zack. Wir sind schon wieder fast arm. Es ist wirklich zum Heulen. Da kommen die guten Autoteile. Ich danke dir, mein Freund. Wieder zurück zur Werkstatt und mal gucken, ob die wirklich immer noch glücklich ist. Jetzt packen wir erstmal das Zeug hier rein. Bam. Welcher war's? Ja, da vorne war's. Und der neue dran. Zack, zack, zack. Perfekto. Jawohl, $460 und sie ist happy ohne Ende. Also es scheint zu funktionieren. Einfach oben lassen, Ware bestellen und später reparieren. Guck mal hier, zack, zack. Die drei Sorten. Was, $57 nur? Warum ist ein Eis so billig? Das sind doch auch immer relativ viele. Oh krass, also Eis ist wirklich sehr billig. Komm, da haben wir hier ordentlich Bestellung rein. Komm, wir bestellen auch hier mal zum schlechten Kurs. Was soll's? $200. Wir werden es überleben. Mehr geht noch nicht. Der Rest geht wirklich erst alles auf Stufe 4. Von allem anderen haben wir jeweils das... Hä?
Nein, die Aliens! Wie kannst du hier arbeiten? Sogar die Aliens finden es hier eklig. Ach Mann! Die Aliens kommen, Leute! Oh, Amelie! Ja, jetzt wirst du mal sehen, was hier abgeht. Eigentlich müssten wir Amelie jetzt nach... Nee, komm, wir schicken Amelie jetzt was anderes machen. Weil, jetzt kriegen wir ordentlich Geld. Aufgabenliste. Tanken. Kraftstoffstatus niedrig. Wir haben doch gerade erst was bekommen, Leute! Also, wir haben jetzt die gute Amelie erstmal tanken geschickt. Weil, bei den Aliens würde ich gerne selber kassieren. Weil einerseits bekommen wir Trinkgeld... Und wir haben halt auch unten bei den Zielen dastehen, dass wir 40 mal Trinkgeld kriegen müssen. Das wäre schade, wenn wir das jetzt alles der Amelie überlassen. Ich möchte sie auch ehrlich gesagt nicht überfordern. Es ist gerade mal, was ist es denn? Erster, zweiter Tag irgendwie so? Ich glaube ihr zweiter Tag. Wie viel haben wir denn jetzt bitte vertankt? Ich hatte doch 200 Liter bestellt vor 5 Minuten. Leute, was ist denn hier los? Kraftstoff. 15 Liter bloß noch. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt geht die sich wieder ausruhen oder... Ach, Amelie, du regst mich auf, ey. Dann frag doch halt, was du machen kannst. Nee, da rennt die sich direkt ausruhen, weil... Kraftstoffvorrat leer. Ih, geh weg. Die hat ein Leben, ne? Muss eigentlich arbeiten. Ach, Kraftstoff gerade leer. Alles klar, da leg ich mich erstmal pennen. Der Chef wird's schon nicht merken. So, Elon, jetzt machen wir die erstmal hier das Ding auf. Und jetzt gehen wir wieder zu Amelie und fragen die mal, was der Scheiß hier soll. Ach, Lieferung ist auch da, Mann. Ey, Amelie, zack, zack, haut sie sich schon wieder eine Zigarette rein. Hier, Bezahlung. Alles bezahlen. Dankeschön, Aufgabenliste, bediene die Kasse. Bei der musst du echt aufpassen, ne? Ich wette mit dir, wir haben der sogar viel zu viel bezahlt. Die sagt wahrscheinlich nur, gestern war ich von dann bis dann da und es stimmt gar nicht. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mitschreiben. Kriegst es ja gar nicht mit, auf einmal hängt die bei sich... Hier am Wohnwagen rum, was ja sogar mein Wohnwagen ist. Weil die Leute müssen ja auch anscheinend bei mir wohnen, wenn sie bei mir arbeiten. So Leute, wir machen jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Es war schon wieder mega stressig, aber wir haben eine ganze Menge Geld gemacht und auch viele Sachen bestellt. Also aktuell sieht es so produktregaltechnisch eigentlich sehr, sehr gut aus. Dann können wir nächste Folge definitiv weitermachen mit Umsatz, Umsatz, Umsatz. Übermorgen 17 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.